Welche unsichtbare Krankheit trägst du denn mit dir rum? Ich habe Morbus Crohn, seit ich 10 Jahre alt bin. Morbus Crohn ist eine chronische entzündliche Darmerkrankung und äußert sich insofern, als dass der Darm tatsächlich immer in Schüben entzündet ist. Das kann Wie hast du denn rausgefunden, dass du an dieser Krankheit leidest? Hattest du das immer schon oder war das ein langer Weg, das rauszufinden? Ein langer Weg, Gott sei Dank nicht. Ich erinnere mich natürlich nicht mehr an alles, weil ich, wie gesagt, 10 Jahre alt war, als es festgestellt wurde. Morbus Crohn äußert sich so, dass man ganz viele Bauchkrämpfe hat, Bauchschmerzen hat, bei Entzündungen auch Darmblutungen hat. Eigentlich untypisch für Morbus Crohn, bei mir ist es tatsächlich so. Durchfälle, ein Thema, über das nicht jeder gerne redet. Das heißt, meine Eltern hatten scheinbar den richtigen Riecher und den richtigen Arzt. Dann war das relativ schnell klar, was Sache ist. Mit dem Ärzten steht und fällt es ja oft genau. Wie schränkt sich diese Krankheit in deinen Alltag ein? Schränkt sie dich überhaupt ein oder wuselt sie sich um deinen Alltag rum? Wie gehst du damit im Alltag um? Ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Als Kind habe ich noch nicht so richtig die Auswirkungen wahrgenommen, habe auch vieles verdrängt und war noch nicht so verkopft, wie wir das Erwachsene ja häufig sind. Ich versuche tatsächlich, dass es mich nicht einschränkt. Und wir haben eigentlich einen ganz guten Deal gemacht. Ich habe meinen Darm irgendwann einen Namen gegeben. Ursprünglich hieß es Colitis ulcerosa, dass ich das habe, die andere Darmerkrankung. Deswegen habe ich meinen Darm Coli getauft. Das ist für mich eine super Art, damit umzugehen, weil ich tatsächlich auch so rede, Coli ärgert mich heute oder ärgert mich nicht. Und wir haben einen super Deal. Manchmal muss er Rücksicht auf mich nehmen, wenn ich mich nicht einschränken lassen möchte oder nicht kann beruflich. Dann gibt es auch Phasen, wo ich einfach nicht anders kann. Also gerade wenn eine starke Entzündung da ist und ich einfach nicht viel essen kann oder eine Toilette in meiner Nähe brauche, dann ist einfach an Ausflüge nicht zu denken. Dann nehme ich innerhalb von kurzer Zeit unglaublich viele Kilos auch ab, bin natürlich entsprechend auch geschwächt. Und dann ist man so ein bisschen an zu Hause oder zumindest an das nähere Umfeld gebunden. Aber bis jetzt, toi toi toi, haben wir einen ganz guten Deal, wer mal wann zurücksteckt. Es funktioniert also. Es funktioniert. Du arbeitest in einer Agentur mit Menschen, du bist viel unterwegs. Wie reagiert dieses Umfeld auf deine Krankheit? Toi toi toi, bis jetzt sehr, sehr positiv. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand ganz komisch reagiert hat. Bei Fremden ist das was anderes. Wenn ich irgendwo wirklich ganz, ganz dringend auf Toilette muss und wenn man mal bewusst drauf achtet und durch die Gegend läuft. Bestes Beispiel an der Alster spazieren. An der Alster gibt es keine Toiletten, außer die Toi-Toi-Häuschen, weil Gott sei Dank irgendwo gebaut wird. Selbst wenn man in Apotheken reingeht und fragt, kann ich mal bitte Ihre Toilette benutzen? Ich habe das und das. Kommt häufig ein, nein, wir haben keine öffentliche Toilette. Das ist ehrlich gesagt total schwierig, weil es schon eine Hürde ist, überhaupt zu fragen. Mhm. Wenn ich erkläre, was ich habe im persönlichen Umfeld, wurde es einfach registriert, weil ich auch ganz natürlich damit umgehe oder eher nachgefragt. Und das ist auch genau der richtige Umgang, wenn jemand unsicher ist, einfach fragen, aber ich habe keine negativen Erfahrungen. Das versuche ich ja mit dieser Reihe, einfach die verschiedenen Krankheiten den Menschen näher zu bringen. Du hast ja schon erklärt, du hast gute und schlechte Phasen, die habe ich ja auch. Wenn du diese schlechte Phase hast, was können die Menschen in deiner Umgebung dann für dich tun? Außer dich auf die Toilette. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, nicht zu fragen, ob es noch kurz Zeit hat oder es klein zu machen mit, ach komm, das hältst du jetzt noch durch. Ich kann eher Sachen sagen, was ungünstig ist in solchen Momenten, als wie sie reagieren. Die meisten reagieren tatsächlich toll. Angenommen, wir sitzen im Auto und fahren durch die Gegend, dann ist es super, wenn ich sage, können wir rechts anhalten, wenn derjenige bitte den Verkehr beachtet. Direkt auf die Bremse geht und wirklich rechts ranfährt und nicht noch anfängt zu diskutieren. Was tatsächlich eher eine Belastung ist, ist, wenn man es erzählt und viele sagen, du musst doch einfach nur weniger Stress haben, ernähr dich doch mal besser. Wenn du nicht so viel darüber nachdenkst oder wenn du dir jetzt keine Angst machst, was wäre denn, wenn du jetzt um die Alster gehst, dann ist doch alles wieder gut. Nee, ist es nicht. Also ich glaube, jeder, der schon mal eine schwere Magen-Darm-Grippe hat, weiß, dass man dann mit dem Verstand nicht mehr wirklich was machen kann. Wenn der Darm sagt, er will sich entleeren, dann ist das so. Und dann so ein bisschen dieses, wenn du auf deine Ernährung achtest, und das hat doch bestimmt ganz viel mit der Psyche zu tun, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Es ist so, dass es leider noch nicht erforscht ist, woran es liegt. Man kennt die Ursachen nicht. Es ist klar, dass es zu 20% wahrscheinlich genetisch veranlagt ist. Gut, ich bin die Erste in unserer Familie, einer muss den Trend setzen. Ja.
Und ist es auch klar, dass die Verläufe psychisch natürlich irgendwie beeinflussbar sind? Wenn man mehr Stress hat, geht es einem vielleicht eher schlechter. Aber dass es tatsächlich einen Schub gibt und einem schlecht geht, hat mit der Psyche, das ist erwiesen, tatsächlich leider nichts zu tun. Wie wird dir geholfen, gerade wenn du einen akuten Schub hast, außer von deinem Umfeld? Nimmst du Medikamente? Hast du einen guten Arzt gefunden? Genau, ich habe tatsächlich super Ärzte schon seit der Kindheit. Jetzt in Hamburg habe ich auch einen super Arzt gefunden. Ich muss regelmäßig zu Blutuntersuchungen, ich muss zur Darmspiegelung, um einfach das Krebsrisiko, was ich erhöht habe, auszuschließen, um andere Begleiterkrankungen, die es geben kann, auszuschließen. Und habe jetzt sogenannte Immunsuppressiva, die ich nehme. Ich nehme Spritzen, spritze mich alle 2 Wochen, die sozusagen an bestimmte Stoffe in meinem Körper andocken, damit einfach die Entzündung nicht noch stärker vorangetrieben wird und der Darm tatsächlich die Chance hat, mal ein bisschen sozusagen sich auszuruhen. Ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ja. Ich möchte dir einen Tag schenken, komplett ohne Beschwerden. Wenn ich das könnte, was würdest du mit diesem Tag anstellen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe ja schon vorher gesehen, dass diese Frage auch bei anderen schon gestellt wurde. Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Dass ich damit aufgewachsen bin, kenne ich es nicht anders. Also ich kenne es nicht, dass ich rausgehe und nicht darüber nachdenke, wo ist die nächste Toilette, und das ist automatisch bei mir. Und vorzustellen, dass ich einfach Dinge machen könnte, weiß ich nicht, um die Alster gehen, ohne Angst zu haben, was ist, wenn was passiert, oder Freunde einzupacken und zu sagen, wir fahren jetzt an den Strand und zwar nachts, wo nichts mehr geöffnet hat und wir machen da ein Picknick, das wären total schöne Sachen. Also wenn es einen Tag gäbe, jetzt ganz aktuell, würde ich tatsächlich mit einem sehr, sehr lieben Menschen, mit dem ich das letzte Mal um die Alster gegangen bin, wo wir es abbrechen mussten, weil es einfach nicht mehr ging. Den Tag würde ich tatsächlich total gern nachholen. Einmal komplett um die Alster rumlaufen. Danach an den Strand fahren, mit Freunden ein Picknick machen. Und die Nacht irgendwo im VW Bulli verbringen, irgendwo wo es schön ist, den Sternenhimmel angucken, ohne sich Gedanken zu machen. Hoffentlich schaue ich das auch an. Sind es denn bestimmte Lebensmittel, auf die du besonders reagierst? Jein. Also ich habe Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die haben aber tatsächlich mit Kohle gar nichts zu tun. Klar, in Phasen, in denen wirklich, also es ist ja dann wirklich, der Darm ist entzündet und offen und blutend. Das kann man sich vorstellen wie eine Wunde an der Hand, wenn da Lebensmittel rankommen, die schärfer sind wie Zwiebel oder Chips oder Alkohol oder, tut es natürlich umso mehr weh. Ich achte da nicht immer drauf. Also wenn es mir morgens richtig, richtig schlecht geht und nachmittags ist es okay, dann kommt auch mal wieder die Unvernunft. Am nächsten Morgen bereue ich es bitterlich, aber andererseits denke ich mir, wer weiß, was morgen ist, ich genieße den Tag heute. Und von daher ist Essen ein großes Thema in meinem Leben. Das sieht man auch. Mit Genuss sehe ich das immer. Das ist auch meine letzte Frage. Wie schaffst du es, so positiv trotzdem dein Leben zu gestalten? Außer dem Deal, den du abgeschlossen hast. Ja, ich glaube, das muss man tatsächlich. Also man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und das annehmen. Das konnte ich am Anfang nicht. Also 4 Jahre lang habe ich, glaube ich, meinen Eltern große Sorgen bereitet, weil ich meine Medikamente nicht genommen habe. Und meine Eltern wussten, was passieren kann, auch an Komplikationen, wenn man nicht die Medikamente nimmt. Keine einfache Zeit. Wirklich ist anzunehmen, ich kann es nicht ändern. Also ich bin dankbar tatsächlich an vielen Tagen dafür, dass ich es habe, weil ich anders Gesundheit wahrnehme, weil ich anders auf Freundschaften auch blicke, weil ich das Leben wirklich bewusst genieße. Ich glaube, das hätte ich sonst nicht so getan. Aber es gibt auch bei mir Phasen, wo ich heulend im Badezimmer sitze und ich weiß, wohin mit meinen Schmerzen. Es gibt Tage, wo ich heule und denke, ich würde total gern jetzt auch mal das und das machen, traue mich aber nicht oder kann nicht, weil ich einfach wirklich ans WC gefesselt bin. Und gerade wenn man neue Menschen kennenlernt, dieser Moment, wie sage ich es, ich möchte kein Mitleid, ich möchte wahrgenommen werden wie jeder andere, aber es entspannt mich, wenn ich weiß, andere wissen es. Ich fahre ja auch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dann kommen nämlich so Momente, dass dann die S-Bahn plötzlich stecken bleibt oder im Flieger man die Toilette nicht mehr benutzen darf. Das sind natürlich Stresssituationen für mich. Die gibt es, aber ansonsten versuche ich tatsächlich eher das Positive zu sehen, das, was ich daraus gelernt habe. Ich glaube, mich kann es schlimmer treffen. Aktuell geht es mir relativ gut. Und es gibt viel, viel schlimmere Dinge, als mit einer chronischen Darmerkrankung zu sein, wenn die so verläuft, wie sie bei mir verläuft. Und wie gesagt, es ist viel schlimmer.
dass ich mir, also davon, das ist der Deal von zwischen Poli und mir, also davon, dass ich mir nicht den Lebensmut nehme. Das ist super schön. Dann bedanke ich mich bei dir, denn danke du bist dir. Tatsächlich auch der Anstoß für diese Reihe gewesen. Deine Nachricht hat mich dann dazu geleitet, wirklich diese Reihe zu starten. Es war noch mehr Nachrichten neben deiner, aber vor allem deine, wo ich gedacht habe, so, das machst du jetzt. Ich fand es tatsächlich super. Ich habe das von dir gelesen und genau das, was du gesagt hast, auch wenn wir was komplett Unterschiedliches haben, solche Tage kenne ich. Und gerade weil man es uns nicht ansieht und gerade wenn wir positiv durchleben, jetzt sieht man uns noch weniger an, ist es manchmal schwer, auch für andere zu verstehen, dass es auch andere Seiten gibt. Und es ist sicherlich auch schwer, Fragen zu stellen oder sich zu trauen, uns überhaupt zu fragen, wie kann ich denn damit umgehen? Also ich glaube, in Deutschland gibt es knapp 300.000, die eine chronische Darmentzündung haben. Das ist nicht viel. Natürlich gibt es viele Leute, die einen dann nicht auf Toilette lassen. Meine Hoffnung ist dadurch, dass wir darüber reden, es wäre mir schon so viel geholfen, wenn man einfach irgendwo fragen kann, kann ich auf Toilette gehen und die Leute sagen, kein Problem. Oder Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht, die einfach auch sehen, es gibt auch gute Phasen, die bewusst zu genießen und auch in schlechten Phasen daran zu denken. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Und du hast mir tatsächlich so aus der Seele gesprochen, dass ich es irgendwie ganz großartig fand und deswegen gesagt habe, du musst da mehr draus machen. Ja, vielen das Dank an dich. Habe ich hiermit getan und mit deinem Beitrag so immer noch eine neue Dimension erklommen. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir. Danke.